ihr Lieben, Namaste. Schön, dass du dabei bist für diese kräftigende Detox-Yoga-Praxis, die uns vielleicht nach all den Weihnachtstagen ganz gut tut, weil das doch leider immer noch so ist, dass wir viel Fokus an Weihnachten auf Essen haben. Und ich sage einfach leider, weil, also in meiner Familie ist das auch so und ich merke aber, irgendwie fühlt es sich nicht mehr stimmig an. Genau. Angesichts auch, ja, dem globalen Zusammenhängen in dieser Welt ist Weihnachten für mich eigentlich eher ein Grund zum Fasten. Okay, wir beginnen in einem gekreuzten Sitz. Du kannst dir dafür ein Kissen nehmen, die Beine voreinander auf die Erde legen und dich schön aufrichten zwischen Himmel und Erde. Und wir beginnen mit den Sufi-Kreisen. Wenn wir Detox-Yoga praktizieren, entgiften, entschlacken, dann haben wir immer Fokus auf den Bauchorgan, auf Drehungen im Körper, die die Verdauungsorgane anregen und auch auf Hitze, die wir im Körper entstehen lassen wollen. Du kannst dir einatmen, nach vorne kreisen, ausatmen, nach hinten. Und wenn du merkst, es passt gut für dich, kannst du das Kissen auch zur Seite nehmen und hier unten kreisen und dir deinen Bauch wie ein Mahlstein vorstellen, indem du deine Organe jetzt massierst. Dann kannst du mal andersrum kreisen, vorne einatmen, hinten ausatmen, entweder auf deinem Kissen oder hier am Boden. Dann lass deine Kreise kleiner werden. Dein inneres Kreisen. Und noch kleiner, dass du nur noch die Wirbelsäule in dir nachschwingen spürst. Dann mit der Einatmung kannst du dich öffnen für was Neues, was zu dir kommen darf. Und mit der Ausatmung loslassen, Altes abgeben, Altes Verbrauchtes, dich schädigende Strukturen wie loslassen. Dann lass mal bewusst das Zwerchfell ein bisschen mehr in die Aktivität kommen, dass du bewusst tief in deinen Bauch atmest und hiermit schon das Verdauungsfeuer entfachst, deine Bauchorgane stimulierst. Kannst so richtig deine Bauchdecke wie absichtsvoll ein bisschen mitbewegen, dass du sie mit der Ausatmung ein bisschen nach innen ziehst, mit der Einatmung schön ausdehnst. Und dann atme ein. Und ausatmen, leg die linke Hand auf dein rechtes Bein, die rechte Hand hinter deinen Körper. Mit der Einatmung entlasse deine Wirbelsäule in die Länge, Schultern sind weg von den Ohren.
Und ausatmend, geh hier sanft in die Drehung hinein. Und die Sitzbeinhöcker sind fest verankert am Boden. Der Unterbauch zeigt nach vorne und atme kräftig bis in die unteren Bauchorgane hinein. Dann atme ein. Länge nochmal wahrnehmen in der Wirbelsäule. Und ausatmen kannst du direkt in die andere Seite gehen. Rechte Hand aufs linke Bein, linke Hand hinter deinen Körper. Schultern rollen so ein bisschen in den unteren Rücken. Einatmen, spür die natürliche Länge und Wölbung deiner Wirbelsäule. Und ausatmen darf der obere Rücken so ein bisschen nach hinten sich öffnen, sich drehen und du atmest tief in deine Organe hinein. Bis in deinen Bauch atmen. Die Bauchdecke bewegt sich aktiv mit. Nochmal einatmen, deine Länge spüren. Ausatmen, den Oberkörper in der Drehung wahrnehmen. Einatmen, Länge in deine Wirbelsäule bringen. Und ausatmen, lösen. Und einen Moment nachspüren, dich in deiner Mitte wahrnehmen. Du kannst die Schultern ein paar Mal nach hinten, unten kreisen. Und dann da ruhen lassen. Dann kannst du mit der Einatmung mental wiederholen. Lass und mit der Ausatmung los. Denn wenn wir uns reinigen, hat das immer mit Loslassen zu tun. Auch Loslassen von unseren Ernährungsgewohnheiten, von unseren Handlungsmustern. Was kann Neues entstehen? Mit der Einatmung lass, mit der Ausatmung mental los, wiederholen. Und dabei kräftig in den Bauch atmen. Und einatmen, nimm deine Arme über die Seiten nach oben, der Blick kann folgen zu den Händen. Ausatmen, Hände vors Herz. Und dann komm in den Vierfüßlerstand. Die Hände schön mit der Erde verwurzelt, Schultern weg von den Ohren, Nacken lang, Knie unter deinem Becken, Zehen zeigen lang nach hinten. Aktiviere deinen Unterbauch, lenk den Bauchnabel nach innen, den Beckenboden leicht mit dazunehmen. Einatmen, linken Arm neben dein linkes Ohr, bring rechtes Bein nach hinten. Ausatmen, lenk den Beckenboden nach innen und jetzt kannst du kraftvoll durch den Mund ausatmen. Während du linken Ellbogen und rechtes Knie zusammenführst. Einatmen, nochmal wieder ausstrecken. Ausatmen, Bauchnabel nach innen, Beckenboden nach innen und durch den Mund, lange durch den Mund ausatmen. So, wenn du schon dabei bist, dann auch richtig in der Ausatmung, durch den Mund, kraftvoll, alles Alte, alles Verbrauchte aus dir rausfließen lassen. Einatmen, öffnen
Und nochmal einatmen. Einatmen. Und ein. Setz die linke Hand unter deiner linken Schulter ab, streck das rechte Bein nach hinten raus, dass die Zehen jetzt nach rechts zeigen. Rechte Ferse ist hinter deinem linken Fuß etwa. Wurzel die linke Hand in den Boden und hebe deinen rechten Arm nach oben. Lenk den Unterbauch nach innen oben, lenk deinen Beckenboden nach innen oben, Schultern weg von den Ohren, Herzraum offen. Spür die Verbindung zwischen Himmel und Erde durch deinen Körper fließen. Kannst in deine Mitte, in deine Körpermitte wie hineinatmen und mit der Ausatmung alles das, was du nicht mehr brauchst, loslassen über die Arme, die Hände, die Füße. Atme ein und ausatmen, wieder zum Boden kommen. Einatmen, den rechten Arm, das linke Bein heben. Beckenboden ist ein bisschen mit dabei. Ausatmen, Bauchnabel lenkt nach innen oben, Beckenboden nach innen oben. Und du bringst den rechten Ellbogen und das linke Knie zusammen und atmest dabei kraftvoll durch den Mund aus. Einatmen, wieder öffnen. Einatmen, öffnen. Lange, kraftvoll ausatmen. Finde deinen eigenen Rhythmus. Finde die ganze Kurseinheit hier, die ganze Yoga-Praxis durch deinen eigenen Rhythmus, dass du meine Worte als Vorschläge verstehst und immer schaust, wo möchtest du der Einladung meiner Worte folgen und wo passt es für dich gerade auch nicht, wo brauchst du was anderes. Und dann das nächste Mal die rechte Hand zum Boden zu stellen, den linken Fuß hinter dir aufzustellen, dass die linken Zehen nach links zeigen und den linken Arm nach oben zu nehmen. Atme in deine Mitte ein und alles alte, verbrauchte loslassen über die Beine, über die Arme, die Hände. Und auch hier kannst du durch die Nase einatmen und durch den Mund ausatmen. Der linke Fuß wurzelt schön am Boden. Und mit deiner nächsten Ausatmung bringst du wieder die linke Hand zum Boden, stellst das linke Knie unter deine linke Beckenseite, stell die Zehen auf und du kannst dir vorstellen, dass ein breites Tuch um den unteren Bauch liegt und das Tuch, das lässt dich wie nach oben schweben, dass du einfach zack nach oben kommst und hier ist es gut, alle Vorstellungen von wie der Hund sein sollte, die Position hier heißt Hundsposition, loszulassen. Einfach schauen,
wo ist eigentlich meine Position? Wo stehe ich eigentlich im Hund, wenn ich einfach nur das mache, woran ich Freude habe, ohne mich an Konzepten oder Bildern zu orientieren? Und dann kannst du hier mal die Fersen im Wechsel zum Boden bringen. Und auch mal beide Fersen gleichzeitig hoch, beide Fersen gleichzeitig runter. Und die Knie können hier immer gebeugt auch sein. Wichtig ist, zu wissen, was das Wichtigste ist. Und das hat vielleicht nichts mit dieser Form zu tun. Aber wertvoll ist, will ich mal sagen, die Wirbelsäule in die Länge zu bringen, den Wirbelsäulenkanal hier zu öffnen. Und dann finde eine Position, in der du dich wohlfühlst mit geöffnetem Wirbelsäulenkanal. Vielleicht hier die Knie ganz weit gebeugt halten und dann atme durch deine Nase ein und kraftvoll durch den Mund aus und zwar so lange, wie es irgendwie möglich ist. Wenn du denkst, du kannst nicht mehr ausatmen, atme noch ein bisschen weiter aus und lass den natürlichen Impuls zur Einatmung in dich hineinrauschen. Und dabei kann es noch unterstützend sein, deine Zeigefinger in den Boden zu drücken, die Oberarme nach außen zu rotieren, Schultern weg von den Ohren. Einatmen durch die Nase. Ausatmen durch den Mund. Und erst wenn dein natürlicher Impuls kommt zur Einatmung, dich wieder dafür öffnen. Und dann bringe hier deinen rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, stell das linke Knie ab, mach die linken Zehen lang und dann hältst du die linke Hand am Boden an der Innenseite vom rechten Fuß, aktivierst das linke Knie so ein bisschen Richtung rechte Ferse. Linkes Knie will die rechte Ferse besuchen, Steißbein sinkt zur Erde. Und lass den rechten Arm nach oben schweben. Der Blick kann folgen. Atme hier wieder kraftvoll in deine unteren Bauchorgane hinein. Und du kannst mit der Ausatmung, wenn du das magst, so ein weiches, so weich ausatmen durch den Mund. Atme ein und ausatmen, bring deine rechte Hand nach unten und das rechte Bein wieder neben das linke Bein, um dann deinen linken Fuß nach vorne zu setzen. Rechtes Knie hat Interesse an der linken Ferse und zieht deswegen so ein bisschen nach vorne und du merkst die Aufrichtung im Becken, Steißbein sinkt nach unten. Rechte Hand am Boden und der linke Arm schwebt nach oben. Einatmen durch die Nase und wenn du magst, dieses sanfte, hauchende Ausatmen durch deinen Mund. Und dann atme ein, um ausatmend wieder den linken Arm auch nach unten zu bringen und dich noch einmal in den nach unten schauenden Hund zu begeben.
Mit der Einatmung lass alles Gewebe, was sich irgendwie bemerkbar macht, über die Hände, über die Füße an die Erde fließen. Und lauf dann beide Füße nach vorne zu deinen Händen. Lass dich nach vorne unten hängen und greife mit der linken Hand den rechten Ellbogen, mit der rechten Hand den linken Ellbogen. Kopf ist zwischen deinen Armen. Die Knie so weit beugen, dass du wirklich hier in den Loslassen kommen kannst mit dem Oberkörper. Und die Fersen, die dürfen jetzt so ein bisschen aktiv werden und sich wie zur Erde hin, in die Erde hineinbuddeln, so ein bisschen. Dass du dir vorstellst, die Fersen wachsen in den Boden. Und atmen den unteren Bauch. Ist absolut fein, die Knie mehr zum Beugen. Und ist auch sehr unterstützend gleichzeitig für die Organe hier, wenn du den Bauch wirklich abgelegt hast auf den Oberschenkeln. Schau, welche Variante du hier wählst. Aber blockierte Knie, wenn du das hast, dann lass sie los, lass sie schmelzen. Einatmen durch die Nase und ein weiches durch den Mund ausatmen. Dann lass deine Arme nach unten hängen, geh tief in die Knie, spür deinen Bauch auf deinen Oberschenkel, die Fingerspitzen am Boden, atme noch einmal tief in die Bauchorgane hinein. Mit der Einatmung nimm die Kraft aus der Erde, richte dich mit langem Rücken auf, die Arme über die Seiten nach oben, Handinnenflächen schließen. Ausatmen, Hände vors Herz und die Arme entspannen. Und dann steh mit den Füßen unter deinem Becken, schließ deine Augen, um einfach mal wahrzunehmen, wie fühlen sich die Füße an auf der Erde in diesem Moment und wie fließt dein Atem. Und wie bist du da? Wie bist du auch mental gerade da? Was ist in dir lebendig? Atme durch die Nase ein und durch die Nase aus und lass mit dieser Ausatmung wie die Schultern ein bisschen Richtung Becken sinken und dein Becken über die Beine, über die Füße zur Erde. Du kannst mit deinen Händen mal so über den unteren Rücken, dass so dieser Teil so sich erinnert, ah, ich darf loslassen, ich darf an die Erde loslassen. Und dann falte deine Hände und dreh die Handinnenflächen nach außen. Einatmen, nimm deine Arme nach oben, Schultern weg von den Ohren. Ausatmen, beuge dich nach rechts, wurzel den linken Fuß in den Boden hinein. Halte hier mit deinem Bauch ein bisschen nach innen gerichtet. Bauch in der Aktivität und Beckenboden in der Aktivität. Und dann einatmen, wieder nach oben kommen. Ausatmen, beuge dich nach links, wurzel den rechten Fuß in den Boden. Und einatmen zur Mitte. Ausatmen, bring die Arme über die Seiten nach unten, falte deine Hände hinten. Und einatmen, öffne deine Arme nach hinten. Schulterblätter kommen schön zusammen, Herzraum ist offen, unterer Rücken lang. Ausatmen, beug deine Knie und lass das Gesäß nach hinten kommen, bis du auf deinen Oberschenkeln liegst. Atme in deinen Bauch hinein, der Nacken ist lang.
Einatmen durch die Nase und ausatmen, wenn du kannst, Ujjayi-Atmung, dass du den Atem an der Rückseite deiner Kehle entlang fließen lässt, die Stimmritze verengst, dass so ein rauschendes Geräusch entsteht, wenn du damit vertraut bist. Ansonsten lange Atemzüge zur Nase oder durch den Mund raus. Wenn du durch den Mund atmest, lass dich achtsam gehen. Und dann mit der Einatmung lenk den Beckenboden nach innen oben, richte dich auf, die Arme über die Seiten wieder nach oben, Hände falten, Handinnenflächen nach oben zur Decke, ausatmen, beuge dich nach links, wurzel den rechten Fuß in den Boden. Einatmen, zur Mitte kommen, ausatmen, nach rechts. Einatmen, zur Mitte. Ausatmen, die Arme über die Seiten, hinter deinen Rücken falten. Einatmen, unterer Rücken ist lang, Arme heben sich. Ausatmen, Utkatasana nach hinten dein Becken, Knie beugen, Bauch auf, die Oberschenkel legen, in deine Bauchorgane atmen. Und einatmen, die Kraft aus der Erde und aus deinem Becken mit nach oben nehmen. Die Arme zusammenbringen, Handinnenflächen schließen hier oben. Ausatmen, Hände vors Herz, Becken nach hinten legen und den Oberkörper nach vorne unten entlassen. Hände neben deine Füße. Einatmen, bring dein rechtes Bein weit nach hinten, Knie zum Boden, Fuß ist flach, schau hoch. Und dann bringst du dein linkes Bein neben dein rechtes Bein, kommst in die Brettposition und rollst dich hier auf die Außenseite vom rechten Fuß. Nimm deinen linken Arm nach oben, spür die Kraft in deiner rechten Körperseite. Wir wollen unser Feuer entfachen, unser Verdauungsfeuer. Lenk den Bauchnabel so ein bisschen nach innen oben, den Beckenboden nimm mit dazu. Atme ein und ausatme wieder zum Boden. Atme ein, schaff dir Länge, lenk den Unterbauch nach innen oben, Beckenboden nach innen oben. Und ausatmen, roll dich auf die Außenseite vom linken Fuß, nimm deinen rechten Arm hoch. Atme ein hier, ausatmen, wieder zur Mitte kommen und in Chaturanga, das heißt, du beugst deine Ellbogen, bringst dein Brustbein zum Boden und natürlich auch möglich mit der Variante, Knie abzusetzen und dann hier Ellbogen schön nah am Körper, Brustbein zur Erde. Zehen sind lang, unterer Rücken ist lang, einatmen, Kopf und Herzraum öffnen. Atme in den unteren Bauch hinein, massiere deine Organe auf der Erde. Schultern weg von deinen Ohren, Ellbogen nah am Körper. Und dann atme ein, ausatmen, lenk den Beckenboden nach innen oben. Komm wieder in Adho Mukha Svanasana. Einatmen, bring deinen rechten Fuß nach vorne, linkes Knie zur Erde, linker Fuß ist flach. Und dann lenk dir den Beckenboden nach innen oben. Lenk das linke Knie zur rechten Ferse hin, Steißbein zur Erde, richte dich auf. Und dann bring deine Hände vor deinem Herzraum zusammen, dreh den Oberkörper nach rechts und bring den linken Ellbogen an die Außenseite vom rechten Oberschenkel. Atme in deine Bauchorgane hinein.
Schultern bleiben hinten, unten. Lange Ausatmung. Atme ein, ausatmen, wieder zurückkommen, einatmen, Herzraum öffnen, dich nochmal ganz in die Dehnung des linken Oberschenkels hineinlegen und ausatmen, linken Fuß neben deinen rechten, einatmen, Wirbelsäule lang, die Arme über die Seiten nach oben, Hand in Flächen schließen. Ausatmen, Hände vors Herz, Knie beugen, Gesäß nach hinten entspannen, Oberkörper nach vorne unten schmelzen lassen. Einatmen, linkes Bein nach hinten bringen und dann kommt das rechte Bein neben das linke und du beugst deine Unterarme unter deinen Schultern. Du kannst einmal die Handinnenflächen nach oben legen und dann wieder zurück und sehr unterstützend ist hier, wenn du den Beckenboden nach innen oben lenkst und den Unterbauch nach innen oben. Jetzt die Vorderseite der Wirbelsäule öffnen. Spüren deine Mitte hinein in dein Feuer. Du kannst dir eine goldene Sonne vorstellen im Bauchraum, die hier strahlt, wärmt. All das verbrennt, was du jetzt nicht mehr brauchst. Und ausatmen, lass dich langsam nach unten sinken und komm in die Sphinx. Ellbogen unter deinen Schultern, du kannst die Arme auch weiter nach vorne nehmen, wenn du merkst, das ist sonst zu intensiv. Zehen lang, Schambein ist connected mit der Erde, unterer Rücken strebt in die Länge. Atme in deinen Herzraum ein. Und ausatmen, leg die Schulterblätter neben der Wirbelsäule. Wie in dir ab. Einatmen in den Herzraum und ausatmen. Schulterblätter schmelzen nach innen und dann bring die Stirn zum Boden, die Hände unter deine Schultern. Atme ein, ausatmen, lenk den Beckenboden nach innen oben, Unterbauch nach innen oben und komm über den Vierfüßlerstand zurück in Adho Mukha Svanasana. Atme durch die Nase ein und durch den Mund aus. Und dann bring mit der Einatmung deinen linken Fuß nach vorne, rechtes Knie zum Boden, rechter Fuß ist flach, Steißbein kippt zur Erde, möchte zur Mitte der Erde, Beckenboden steigt nach oben und der Oberkörper hebt sich. Und dann kannst du deine Hand in Flächen vor deinem Brustbein zusammenbringen, nochmal einatmen hier, die Länge wahrnehmen, ausatmen in die Drehung nach links und den rechten Ellbogen an die Außenseite vom linken Oberschenkel legen. Tief in deine Bauchorgane atmen. Atme ein und ausatmen, löse die Position wieder,
Atme ein, schenke dem Herzraum Öffnung. Ausatmen, bring den rechten Fuß nach vorne, schließe beide Beine. Einatmen, Wirbelsäule lang, Kraft aus der Erde mitnehmen. Die Arme über dem Kopf zusammen, Hand in Flächen schließen. Ausatmen, in die Knie, Hände vors Herz, Anjali Mudra. Und dann bringst du den linken Ellbogen an die Außenseite vom rechten Oberschenkel und schaust nach rechts oben. Die Schultern bleiben im Rücken, hinten unten. Atme in deine Tiefe hinein. Kannst die rechte Beckenseite noch so ein bisschen nach unten entlassen, dass sie sich nicht mithebt. Lange Ausatmung. Einatmen, lass die Knie gebeugt, nur die Arme nach oben, neben die Ohren und ausatmen, bring dann den rechten Ellbogen an die Außenseite vom linken Oberschenkel und die linke Schulter connected mit dem linken Schulterblatt, das sich Richtung Becken entspannen möchte. Atme in deine Bauchorgane hinein. Und dann einatmen, wieder lang nach oben, ausatmen, die Arme neben deinem Körper entspannen. Und dann lass dich hier einen Moment im Hasta Mudra stehen, die Beine mehr als hüftbreit geöffnet, die Arme gebeugt, Hand in Flächen nach oben, Schultern sind unten. Und nimm deinen Atem in dir wahr. Einfach so, wie er jetzt gerade fließt. Und dann atme ein und lang ausatmen. Du kannst mit der Einatmung wie über die Fußsohlen und die Handinnenflächen Prana in dich hineinfließen lassen. Und mit der Ausatmung abgeben und los. Alles Verbrauchte, alles Alte, all das, was dir nicht mehr gut tut, kann wie durch deinen Rücken, durchs Becken, über die Beine, über die Füße an die Erde abgegeben werden. Mit der Einatmung öffne dich für Neues, für Prana, Lebensenergie, Vitalität. Mit der Ausatmung loslassen. Und dann lass die Arme langsam nach unten sinken
Und kannst du die Beine hüftbreit auseinanderbringen, die Arme vor dir ausstrecken, Schulterblätter im Rücken und langsam über die Hocke zu einer Entspannung kommen, eine Abschlussentspannung. Nimm dir eine Decke, wenn du eine hast. Leg dich über die Seite in deine Rückenlage, es sei denn, du möchtest gerne anders liegen, was absolut fein ist. Schau, was du brauchst, um gut ruhen zu können. Die Schultern sind weg von deinen Ohren. Du kannst die Füße auch leicht wegnehmen von deinen Hüften. Und dann atme ein und aus. Atmen. Wieder einatmen. Und aus. Und dann kannst du jetzt mal natürlich einatmen und deine Ausatmung in drei Teile unterteilen, dass du ausatmest, Pause. Ausatmest, Pause, ausatmest. Etwa drei gleich lange Ausatemzüge hintereinander, um dann wieder einzuatmen. Mach das für dich. Dann auch dein Atem loszulassen und dich in die Erde hineinzulegen. Lass den Hinterkopf in die Erde schmelzen. Leg dich in deinen Nacken, in deine Schulterblätter. Entspann dich in die Rückseiten deiner Oberarme, deiner Unterarme und deiner Hände. Leg den oberen Rücken, deinen unteren Rücken und dein Gesäß in den Boden. Entspann dich in die Rückseiten deiner Oberschenkel. In die Waden und in deine Fersen. Lass dich hier ruhen. Schenke deinen Zellen die Möglichkeit, sich zu regenerieren, aufzutanken mit neuer Lebenskraft. Einfach nur durch dein Loslassen, durch dein Ruhen. Relax, relax, relax.
Dann fang langsam wieder an, deine Zehen und deine Finger zu bewegen, so wie als ob du ganz neu ins Leben gehst, ganz frisch dich dem Leben neu zuwenden möchtest. Schließ deine Beine, streck die Arme aus hinter deinem Kopf, mach dich lang und loslassen. Dann kannst du die Hände nochmal auf deinen Bauch legen und im Uhrzeigersinn deinen Bauch massieren, dass du so rechts unten beginnst und unter den rechten Rippenbogen, dann nach links rüber zur linken Rippe und nach links unten. Dadurch dem Bauch nochmal in seiner Verdauungstätigkeit beschenkst. Vielleicht ist das ganz zart, vielleicht auch ein bisschen intensiver. Schau, was für dich hier passt. Und dann beuge die Knie nacheinander zum Brustkorb, umarm nochmal deine Knie, atme in die Oberschenkel hinein mit deinem Bauch und lass mit der Ausatmung die Beine zu dir ran sinken. Und dann roll dich über deine rechte Seite nach oben zum Sitzen. Komm nochmal in eine gekreuzte Sitzposition. Mit den Handinnenflächen nach oben, weiche Arme auf deinen Beinen. Mit der Einatmung spür nochmal bewusst deine Öffnung für das Leben deiner Wahl. Und mit der Ausatmung ein Loslassen. Und wie wäre es, das zu einem Weg werden zu lassen, dich für das zu öffnen, was zu dir kommen darf, was du einladen möchtest, dich bewusst darauf auszurichten und mit der Ausatmung immer wieder loslassen und wo in deinem Leben darf noch mehr Loslassen geschehen. Und dann danke ich dir für dein Dasein, für dein Mitpraktizieren und wünsche dir von Herzen alles Liebe. Namaste.